was bisher geschah. Ich habe es getan, um unser Überleben zu sichern. Du hast Überleben gesichert, indem du Leute getötet hast? Ja. Wer hat sie denn beschützt, als ihre Eltern nicht mehr da waren? Warum waren sie denn wohl weise? Weil du ihre Eltern in Gefangenschaft gegeben hast, du Sch... Und so geht's weiter. Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Dragon Age Inquisition. Und wir verwuseln uns jetzt mal ganz schnell zur nächsten Mission, nämlich Cassandras Begleitermission. Die ist dann hier. Wir werden mal gucken, was mit den Dings passiert ist. Ich nehme Cole mit. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi. Mit den Suchern. Mal schauen, was uns da erwartet. Viele Begleiterquests haben wir ja gar nicht mehr so offen, deswegen wird wohl die nächste Mission dann die sein, dass wir in Kaiserin Selenes Palast vordringen. Nach den Begleitergeschichten hier. Je nachdem, wie lange sie das noch hinzieht. Oh, das Schild sieht so cool aus von Cassandra. Wahnsinn. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Mal schnell safen. Ich hätte immer noch gern mal Barry. Ich hoffe, die bringen noch irgendwann DLC raus, wo man dann auch die Möglichkeit hat, nochmal Barry zu bekommen. Oder ein Wolf. Wölfe wären natürlich noch cooler. Kerr Oswin. Wie sonderbar, dass uns die Spur hierher geführt hat. Ben Lauren ist ein frommer, bescheidener Mann. Wo hat er sich da nur hineinziehen lassen? Er ist womöglich auch nur ein Opfer. Finden wir heraus, was uns drinnen erwartet. Ja, ja. Mi. Ich habe einen Escape-Punkt bekommen, Cassandra. Ich habe keinen Level-Up, oder? Zufällig nein. Das war noch vom Kartentisch. Moha. Steht da wer? Das ist einfach nur eine Statue. Keine Ahnung. Kann man von hier aus nicht genau sagen. Tip, 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 tip. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Wahrscheinlich erwartet uns jetzt hier wieder genauso viel Hackschnetzel wie sonst wo. Ist das ein Suchersymbol oder? Hi. Oh. Ja, du bist ein ganz schlauer, oder? Jetzt hast du gemerkt, dass hier jemand ist. PS Dorian, es ist nicht immer noch nicht höflich, Leute explodieren zu lassen, wenn sie noch leben. Oder ja, weniger leben. Ah, ich will hier gar nicht, ich will gar nicht, ich will 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 nicht. Hallo? Hier da drin. Überraschung. Ihr seid nicht besonders intelligent. Verheißer. Ich hätte es wissen müssen. Der Orden der flammenden Verheißung ist ein Kult mit seltsamen Ansichten über die Sucher. Aha. Seine Mitglieder jagen uns seit Jahrhunderten. Wie sehen diese seltsamen Ansichten aus? Sie glauben, dass sie die Sucher sind. Die einzig wahren Sucher. Sie behaupten, wir hätten ihnen vor langer Zeit ihre Kräfte geraubt und so verhindert, dass sie das Ende der Welt herbeiführen. Das Ende der Welt? Die in ihren Augen einzige Möglichkeit, das Böse wahrhaftig auszurotten. Die Welt wird als Paradies neu geboren. Mhm. Es ist kompletter Schwachsinn. Warum haben die Sucher sie nicht ausgelöscht? Das haben wir. Mehr als einmal.
Aber nach einiger Zeit tauchen sie einfach wieder auf, wie Unkraut. Untergangspropheten-Revolution. Wie sie das schaffen, weiß niemand. Kultisten klingt nicht gut. Kultisten also? Warum überrascht mich das nicht? Nun, das alles erklärt zwar, warum die Sucher hier sein könnten, allerdings nicht die Verbindung zu Korypheus. Ja, das ist toll. Jetzt haben wir auch noch Kultisten an der Backe. Seriously? Sonst keine Hobbys, oder? Warum ist es hier so dunkel? Ich sehe nichts. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber das Schöne ist, wenn man hier so einen Zauber macht, macht Cassandra meistens noch ein Feld oder irgendjemand. Und schon ist es heller. Man sieht ein bisschen mehr. Oh nein, da ist eine Tür. Oh, da ist ein toter Sucher. Ein Sucher. Wurde er zu Tode gefoltert? Die Verheißer werden dafür bezahlen. Nope. Ich habe nicht vor, dass ich es davonkommen lasse. Kultisten haben eh an einer Glatsche. Hey, du da unten. Eis, Flubidi, Flubidi, Play. PS, Schutzball. Moment, wir sind jetzt der Zip. Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen, wo er hin ist. Ich liebe diese Fähigkeit, mich abzuschirmen. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwelche Idioten mit ihren Bögen daherkommen und einfach mal überhaupt keine Chance haben. Ach, da hinten ist noch so ein Affe. Du da. Oh, Abkühlung. Ein Hofschlüssel. Was ist denn jetzt kaputt? Da die Sucher der Wahrheit gegen die Wirkung des roten Lyriums resistent sind, hielt es der Älteste für angemessen, sie in eure Obhut zu geben. Oh. Folgt eurer Bestimmung und wisset, dass der Älteste im Gegenzug eure Ergebenheit erwartet. Unterzeichnet von Lord Samson, Kommandant der Roten Templer. Oh. Erkennt Korypheus nicht, dass die Verheißer das Ende der Welt wollen? Welchen Nutzen haben sie für ihn? Korypheus wird sie vermutlich verraten, bevor sie ihre Chance bekommen. Aber erst nachdem er hat, was er von ihnen braucht. Aber das erklärt nicht, wie er die Sucher gefangen nehmen konnte oder was mit ihnen geschehen ist. Suchen wir weiter. In dem Brief steht, Sucher sind gegen rotes Lyrium resistent. Dank unserer Fähigkeiten haben wir viele Gaben, aber eine Resistenz gegen rotes Lyrium, das erscheint mir seltsam. Ob schon es erklären würde, warum keine Sucher in den Reihen der Roten Templer sind. Und somit wären Sucher für Korypheus nutzlos, weil er uns nicht an der Leine halten könnte. Wir werden sie finden, Cassandra. Das werden wir. So oder so. Oh Mann. Ganz ehrlich, das sieht mir nach mega aus. Ich glaube, wir wollen gar nicht wissen, was passiert ist. Wenn wir jetzt herausfinden, werden wir wahrscheinlich einander an der Waffe kriegen. Kunde des Schlosses. Ja, toll. Der Weltuntergangspropheten-Idioten. Denn, wieso müssen die mal alle Viecher töten? Was soll denn der Mist? Nur wir töten wo wir alle nackt, weil wir haben sonst keine Hobbys. Und alle... das ist eine verbuggte Leiter, oder wie sehe ich das? Schön. Nö, kann ich nicht hoch. Wo da oben... Angeblich gerade war noch Loot angezeigt. Irgendwie. Okay. Egal.
Ah, schon wieder totes Viehzeug. Sehr merkwürdig. Bringt ihnen ja eigentlich gar nichts, die Tiere zu töten. Halt nicht besonders helle, oder? Ich hab da noch was für euch. Okay, sie wollte anscheinend gerade nicht. Egal. Noch ein paar Idioten, die auf die Fresse wollen, ja? Stellt doch einfach eine Reihe auf. Gar kein Problem, die Herren. Was ist das für ein komischer Sound? Das gefällt mir nicht. Weißer können sich mal. Das ist ein Verrätendrohn. So, wenn man alle Accessoires freischaltet, dann sieht der so aus am Ende. Schon irgendwie cool. Eindeutig schon wieder viel zu viele Truhen. Ich glaube, da kommen wir so oder so hin. Leggy leg. Da ist so eine fette Truhe und da ist nichts drin. Was ist das für ein Schiss? Oh, nett. Da ist ein Bett. Unsere Mission ist ja auch erkunde das Schloss. Das machen wir ja auch. Okay, da sind wir jetzt im gleichen Gang. Daniel! Daniel! Oh. Könnt ihr mich hören? Leckt mich am Arm. Cassandra? Arm. Ihr seid es tatsächlich. Ihr lebt. Genau wie ihr. Was haben die denn mit dem gemacht? Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Nein, sie... Sie haben einen Dämon in mich gepflanzt. What? Er zerreißt mich. Was? Ihr könnt nicht besessen sein. Das ist unmöglich. Ich bin nicht besessen. Sie haben mir Dinge eingeflößt. Ich kann fühlen, wie er wächst. What the... Sie können dafür bezahlen. Das ist grauenhaft. Die Verheißer werden für ihre Taten bezahlen. Nein, der Lordsucher. What? Natürlich werden wir ihn finden. Wenn er noch am Leben ist, werden wir... Lucius hat uns verraten, Cassandra. Oh. Er hat uns hierher geschickt. Einen nach dem anderen. Auf eine wichtige Mission, hat er gesagt. Oh, shit. Nichts als Lügen. Er war die ganze Zeit über mit ihnen hier. Er arbeitet noch immer mit ihnen zusammen. Einen nach dem anderen. Aber wir sind Lordsucher Lucius in Valroyo begegnet. Er kann also nicht hier gewesen sein. Das war nicht er. Es war ein Dämon, der sich als er ausgegeben hat. Was? Wie kann das sein? Der Lordsucher hat es zugelassen. Er hat es dem Dämon gestattet, das Kommando zu übernehmen, während er selbst... ...hierher gekommen ist. Cassandra,
Das ist jetzt nicht die Zeit für Mitgefühl. Du hast recht. Wartet. Wir verprügeln ihn. Lasst mich nicht so zurück. Bitte. Oh Mann. Oh, what the fuck? Oh, what the ihr fuck? Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ihr habt ebenso wenig an den Krieg geglaubt wie ich. Ihr kennt mich doch. Ich wollte diese Beförderung. Begebt euch an die Seite des Erbauers, Daniel. Er wird euch willkommen heißen. Oh, fuck. Er war mein Schüler. Oh, und der großartigste junge Mann, dem ich je begegnet bin. Lasst uns Lord Suchar Lucius aufspüren. Du meinst den Weg? Den Arsch? Ja, kein Thema. Was zum Teufel, bitte? Ja, logisch, da schickt die seine Leute da Stück für Stück hin. Wenn sie nämlich in einer großen Menge auftauchen, dann können sie sich ja auch verteidigen. Ist ja logisch. Wenn man sie einzeln hinschickt, haben sie nicht wirklich eine große Chance gegen diese ganzen Arschlöcher. Und schon, bam. Aber warum zum Teufel macht der einen Pakt mit einem Dämon? What the heck? Bin ich echt mal gespannt, was der für eine Ausrede hat, der Penner. Ich brauch mir gar nicht kommen mit, oh, ich bin unschuldig, ich wurde dazu gezwungen, weil dann drehe ich ihn mit seiner Eieieiei. Hallo, was gibt's denn hier? Nix. Wo kann man dann hier langrennen? Aha. Oh. Jungs, das ist echt unhöflich. Wird hier gerade looten, ihr Arschgesichter. Tja, störe niemals jemanden beim Loot, der Herr. Kannst du dir in deinem nächsten Leben schon mal vormerken. Ach, ich muss ja noch die komischen Dinge abgeben. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gemacht. Gib wieder ein bisschen mehr Erfahrung und mehr Wissen und bla bla bla. Die arme Cassandra. Aber wie heißt das dann, wir haben dann einen Dämon getroffen, der die Priesterin niedergeboxt hat? Lord Suchar Lucius. Lord Suchar Arschgesicht. Cassandra. Und die Frau an eurer Seite ist dann wohl der neue Inquisitor. Ihr habt einiges zu erkennen und ihr seid ein Verräter. Und ihr seid der Mann, der seinen eigenen Orden verraten hat. Gratulation. Au, mein Stück. Ich nehme an, ihr wisst, dass wir Sucher der Wahrheit die ursprüngliche Inquisition waren. Das ändert nichts daran, dass du deine Leute mit Dämonen bepflanzt, du Schweinepriester. Wir haben darum gekämpft, in einer Zeit des Wahnsinns die Ordnung wiederherzustellen. Aha. Und das hat uns stolz gemacht. Wir wollten die Welt neu gestalten. Sie besser machen. Doch was haben wir stattdessen erschaffen? Die Kirche. Die Zirkel der Magi. Einen Krieg, der niemals enden wird. Also helft ihr Korypheus? Und ihr denkt, Korypheus zu helfen würde irgendetwas verbessern? Korypheus ist ein Monster mit begrenzten Zielen. Er will ja nur Gott werden. Eure Ziele hingegen sind so viel größer. Wir Sucher sind Abscheulichkeiten, Cassandra. Wir haben eine verrottende Welt erschaffen und trotz ihres Verfalls dafür gekämpft, sie zu bewahren. Wir mussten aufgehalten werden. Ihr glaubt mir nicht? Dann seht selbst. Die Geheimnisse unseres Ordens an mich weitergegeben, als der letzte Lordsucher getötet wurde. Oh, Mann. Der Krieg gegen die Magier hatte bereits begonnen, aber noch war es für mich nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das hier ist nicht das Richtige. Und das hier war das Richtige? Lordsucher,
was ihr getan habt. Ich weiß. Was Korypheus mit den Templern gemacht hat, ist unerheblich. Ich habe die Zukunft gesehen. Ja. Ich habe einen neuen Orden anstelle des alten erschaffen. Mhm. Die Welt wird enden, damit wir von neuem beginnen können. Natürlich. Rein und unverdorben. Schließt euch uns an, Cassandra. Es ist der Wille des Erbauers. Ich trete ihm gleich hinter eine Eier, dann hat er auch den Willen des Erbauers. Immer diese geisteskranken Volldeppen mit ihrem Scheiß. Oh, der Erbauer will, dass ich ein Amokläufer werde. Nein, will er nicht. Also, was ist jetzt wieder... Manchmal wird mein Mauszeiger einfach unsichtbar. Das nervt mich. Ist der jetzt schon tot, oder was? Er war verrückt. Das ist die einzige Erklärung. Könnte ihn Korypheus vielleicht beeinflusst haben? Hat er versucht, die Sucher außer Gefecht zu setzen? All diese sinnlosen Tode. Er kann unmöglich uns alle vernichtet haben. Das akzeptiere ich nicht. Lasst uns zur Himmelsfeste zurückkehren. Ich will wissen, was in diesem Buch der Geheimnisse steht. Ich will es ehrlich gesagt nicht wissen, weil wer weiß, was da wieder drin steht und dann muss ich wieder irgendeinen Scheiß machen. Ja, okay, ich will es auch wissen. Aber trotzdem. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Was soll denn das? Ich habe eine neue Weg geschafft. Ich bin völlig amok gelaufen. Hui! Ja, das ändert immer ganz viele Sachen, wenn man völlig durchknallt. Vor allen Dingen, wenn man einen Irren beschützen will und unterstützen will, der sich selbst zu einem Gott machen möchte. Mhm. Ja, das sind genau die Voraussetzungen, die man und Entscheidungen, die man treffen sollte, wenn man völlig einen an der Waffel hat, dann unterstützt man Leute, die sich selbst zum Gott nennen möchten. Kein Thema. So, betet mich an. Huga Buga. Oh, Sumpffischer. Ja, meine Lieblingstiere. Bäh. Das war gerade die Tarotkarte übrigens, weil ihr euch fragt, wie ich jetzt auf sowas komme. Aber wenn ich dieses Viech schon sehe oder lese, da kriege ich schon die Krise. Ich hasse dieses Viehzeug. Oh Mann. Tja, böser Cliffhanger für heute. Was Cassandra herausfindet über die Suche der Wahrheit und was in diesem Buch steht, etc., erfahren wir dann erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao!